Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Und heute gibt es nicht nur eine ganz normale neue Folge, sondern auch etwas ganz Besonderes. Und zwar habe ich einen kleinen Tipp auch für euch. Jetzt schauen wir uns hier erstmal ganz kurz um, bevor ich zu dem Tipp komme. Ich meine, wir sind ja hier, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, in dieser Region. Und es schaut ja eigentlich nicht mal so schlecht aus. Aber ich habe etwas entdeckt, und zwar, zumindest für Nvidia-Nutzer ist es jetzt ein schöner und hilfreicher Tipp, wie man Spiele schöner macht. Schaut ja echt ganz gut aus, und mit Nvidia, mit den neuesten Treibern und allem Spielzeug, kann man, und jetzt kommt, Sekunde, ich aktiviere es schnell. Da schon was voreingestellt, so. Wow, da ist es. Kann man noch ein paar Effekte aktivieren, wie zum Beispiel mehr Details, ein bisschen bessere Farben, ein bisschen Kontrast. Und Schärfe. Und so schaut alles natürlich nochmal ein bisschen schöner aus. Ich habe das schon in ein paar Spielen getestet. Es werden bei weitem nicht alle unterstützt, aber es werden alle Assassin's Creed Teile unterstützt. Und ich muss ja mal schon sagen, alleine seine Montur, ich muss ja mal bitten, seine Montur alleine schaut schon wirklich unglaublich gut aus. Also das ist schon, wie konnte ich jemals ohne Filter spielen? Na gut. Nur das wollte ich mal gesagt haben, also diese Game-Filter, Freestyle-Filter, wie sie von Nvidia heißen, kann man aktivieren. Und die sind tatsächlich ziemlich empfehlenswert, so wie ich das bis jetzt immer mitgekriegt habe. Und irgendwie hat es auch kaum jemand auf dem Schirm, dass es die gibt, also ja, wollte ich einfach mal geteilt haben. Ich meine, ich hätte jetzt auch irgendwie Side-by-Side beide zeigen können, aber ich bin ja hier kein Tech-Kanal, ich will das bloß mal ganz kurz an den Mann bringen, dass es funktioniert, und jetzt machen wir ganz normal weiter. Schaut jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen schöner aus. Guter Herr, tut das nicht wieder. Jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Level Up ist. Ich könnte fast sogar, ich würde mich sogar trauen zu sagen, dass es jetzt irgendwie fast schon so, es schaut schon fast aus wie ein Remake, ne? Es ist jetzt, manche werden jetzt da sitzen. Nein, hat er nicht gesagt, das ist doch. Aber es schaut halt schon echt um so eine Stufe besser aus. Naja, also für mich ist es schon auf jeden Fall ein riesiges Upgrade. Ich weiß natürlich nicht, wie das dann auf YouTube rüberkommt. Aber ich meine, ihr müsstet ja auch diesen Vergleich gehabt haben. Also ich denke fast, wenn das jetzt hier gut läuft, dann auch. Also ich habe zumindest in OBS habe ich Probleme, es so aufzunehmen mit den Filtern. Da muss ich leider die Filter dann deaktivieren, da motzt der ein bisschen rum. Deswegen nehme ich jetzt gerade mit Nvidia Shadowplay auf. Aber sollte das alles gut funktionieren, denke ich fast sogar, dass wir in Zukunft mehr davon sehen werden. In anderen Spielen und Projekten. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um den Templer. Und jetzt habe ich eine Idee. Weißt du was? Ich habe ja gerade gemeint, nee, ich mache das nicht mit diesem Teilen, aber ich mache es jetzt ganz frech. Ich bin einfach mal so, Sekunde. Bildschirmaufteilung. So, jetzt sieht man links den Bildschirm vorher Standard-Vanilla-Spiel und rechts mit den Filtern, die ich da quasi für eingestellt habe. Hier kann man quasi wirklich mit Schiebereglern einstellen, wie man will. Und hier ist, schaut euch das mal an, seine Montur, einfach die Details, und es ist schon krass. Okay, ich gehe jetzt einfach hin. Wir kämpfen jetzt quasi doppelt gegen ihn, mal ganz kurz, um uns die Details nochmal ein bisschen näher zu bringen. Auch allein der Boden, das Gras, alles ein bisschen mehr. Nimm das! Na komm schon, auf der Wagen. Das Holz hat viel mehr Tiefe und irgendwie viel realistischer. Also ich bin wirklich durch und durch begeistert. Ich denke, das kann man hören. Dann fürchte ich was hier. Okay. Dass der Boden da ein bisschen glitscht, das ist nicht von den Filtern, das ist vom Spiel. Und wir haben einen weiteren Templer eliminiert. Die Bäume. Natürlich, wenn es zu scharf ist oder so, das kann man alles selber einstellen. Aber ich glaube, ich muss nichts mehr sagen. Es ist krass. Okay, dann deaktiviere ich das mal schnell wieder. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit so spielen. Einmal hier und fertig. Perfekt. Da wären wir wieder. Ich hoffe, das hat alles mit der Aufnahme funktioniert. Am Ende ist jetzt dann alles kaputt. Alles wird schon passen. Ah, wunderschön. Ich muss gleich mal kurz markieren. Hier drüben wartet nämlich dann auch schon wieder der nächste Tempel auf uns. Was ist denn hier mit dem Gras los? Sag mal. Ändert einfach die ganze Zeit seine Wachstumsrichtung. Es tanzt ein bisschen. Das ist sehr, ja, tänzerisch engagiertes Gras.
Und was haben wir hier? Eine riesige Ruine? Darf ich da rein oder werde ich jetzt gleich hier... Nö, okay, man darf da nicht rein. Aber ich gehe trotzdem rein. Das ist mir egal. Oh, vielleicht doch nicht. Mal hier runter. Boah, jetzt ist es natürlich lustig. Wie komme ich denn hier durch? Hier sind überall Flaggen und Wachen. Und wir reiten erstmal zum Aussichtspunkt. Beziehungsweise zuerst natürlich mal zu dem Templer, der in dem Gang auf uns wartet. Und dann zum Aussichtspunkt. Hier geht's nach Akre. Okay. Da vorne steht er. Dann holen wir ihn uns. Und wen natürlich diese Filter und so mehr interessieren, kann man sich gerne auf YouTube informieren. Ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen darauf hinleiten, dass es das gibt. Und ich denke, das ist mir gelungen. Nimm das. 41 von 60. Wir haben ja bald alle. Guck mal an. Das wäre der. Und ja, jetzt ab zum Aussichtspunkt und dann gibt es wieder ein paar Flaggen. Okay. Ah, okay, guck mal an. Oh mein Gott, was? Was da auf uns wartet? Ich muss ja mal los. Na, dann lasst uns mal tanzen. Mach Platz! Was werde ich? Oh shit, okay, vielleicht werde ich doch dafür bezahlen. Den Rückendecken hier. Ja, werden wir schon sehen. Vielleicht mal zu erzählen, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, mit solchen Filtern zu arbeiten. Also, dass ich die gefunden habe. Und zwar stand ich ja bei dem Punkt, dass ich gemerkt habe, dass YouTube ein bisschen die Farben verwäscht in seinen Videos. Dass so ein bisschen was verloren geht im Vergleich zu dem, wie es halt auf dem Gameplay selbst ist. Und da habe ich ein bisschen rumprobiert mit Farbverbesserungen im Export und in der Aufnahme. Und dann habe ich halt das hier gefunden. Und das ist jetzt sogar schon ein bisschen drüber hinausgeschossen. Das ist halt nicht nur eine Farbkorrektur, das ist einfach... Das ist Liebe. Natürlich der größte Haken, den sollte ich vielleicht auch erwähnen. Das Ganze, vor allem... Also ich habe zumindest auf meiner GPU weniger gemerkt, aber ein Freund von mir... Sollte man auch kennen, den guten Cytex, er hat es auch mal ausprobiert. Der spielt mit einer 1080 Ti aktuell. Und bei ihm sind die FPS-Einbrüche, wenn er das Ganze hier aktiviert mit Details und Schärfe und Co. extrem. Also man verliert 20 FPS mit Pech, 10 bis 20 FPS. Also man muss wissen, ob es das wert ist. Wenn man genug FPS zum Spawn hat, dann ist es okay. Aber wer gerade so mit den FPS klarkommt und eh schon Probleme hat, der sollte sich vielleicht zweimal überlegen. Na komm schon. Oh, was ein geiler Kill. Okay, der war schön. Okay, krieg ich dich? Nein. Na, ich bin zu spät ausgewichen. Shit. Okay. Ja. Und das war's. Ich wollte doch nur hier auf die... Ich wollte doch nur auf diesen Turm klettern. Wo kommt ihr denn her? Wieso habe ich die ganze Zeit zugeschaut haben? Ihr Feigen. Ihr hofft, dass die anderen das erledigen. Aber nein. So war es nicht. Okay, jetzt klettern wir da aber mal hoch. Das ist auch eine Leiter. Ich glaube sogar, dass es klüger wäre. Ja, wobei da hätte ich rübergehen. Na, warte. Da hätte ich, glaube ich, rübergehen können. Aber egal. Ja, machen wir es einfach so. Yo. Okay. Sollten dann trotzdem irgendwie noch extreme Fragen aufkommen, die absolut nicht gelöst werden können, dann bin ich bereit natürlich zu helfen, das Freestyle angehend. Oder auch sonst irgendwas, sofern ich in irgendeiner Art und Weise damit zu tun habe, bin ich allzeit bereit, gerne zu helfen in den Kommentaren oder andersweitig. Da hinten liegt eine Flagge. Aber ich muss natürlich halt irgendwie eine Ahnung davon haben. Ich kann jetzt nicht plötzlich irgendwie bei einer Herz-OP helfen, ist klar.
Wobei, wer weiß. So, der Aussichtspunkt wäre erledigt. Boah, das ist ja ein richtiger Tempel hier, eine richtige Tempelanlage. Die muss ja uralt sein. Alle Aussichtspunkte im Königreich erklommen. Nice. Wieder etwas abgeschlossen. Und ab nach unten. Die ganzen Leichen hier. Übel. Oh, Vorsicht. Ich das Pferd erschrecken. Ist ganz schlecht. Pferde sollte man nie erschrecken. Die teilen einem dann mit. Das ist nicht so lustig, wa? 75 von 100 Flaggen. Jetzt muss ich mal gucken. Legendärerweise ist hier keine Flagge eingezeichnet. Ich gehe mal davon aus, dass es die hier sein soll. Ich streiche ja immer noch schön nebenbei durch, wenn wir eine eingesammelt haben. Wie viele sind da jetzt? 3, 6, 9, 10 Flaggen hier in dieser Tempelanlage alleine. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir in der Lage sein sollten, die zu finden. Ohne, dass ich die ganze auf die Karte schaue. Okay, wir reiten mal rein. Und mir hängt schon wieder eine Haarsträhne ins Gesicht. Aber gute Nachricht, das sind nur noch 2 Tage, beziehungsweise übermorgen. Ist es soweit, habe ich meinen Friseurtermin und dann habe ich endlich wieder kurze Haare. Dann sind diese Probleme gelöst, der ins Gesicht fallenden, einfallenden Haare. Was ist denn? Das seitlich, oder was? Was, du glaubst, dass das Pferd treffen können, nur? Schwein. Jetzt muss ich aber mal los. Könntest du bitte nicht? Oh, shit. Das ist aber nicht gut. Kann es sein, dass denen sogar die Pfeile ausgehen, weil er jetzt hergelaufen ist? Ich weiß ja nicht. Wo ist denn jetzt noch einer? Hä? Hallo? Ja. Ich höre die Pfeile einschlagen, aber ich sehe sie nicht. Naja, egal. Da oben ist eine Flagge, da ganz oben ist noch eine. Oje, oje. Das wird jetzt was werden. Da unten ist eine auf diesem Tempelgebäude. Da drüben ist eine. Ja, überall. Wir gehen jetzt erstmal hier und holen die. Achso, ich dachte schon. Da drüben ist eine, hier ist eine. Boah. Ich glaube, ich hake aber trotzdem für jede Flagge, die wir finden, eine ab. Nicht unbedingt die, die wir finden, aber immerhin eine. Damit ich nicht durcheinander komme. Sagen wir mal, das wäre die. Wie komme ich denn auf die andere Seite? Oh, da muss ich einmal komplett außen rum, oder wie? Mies. Probieren wir mal. Kann ich hier? Nein, natürlich nicht. Schade. Hier aber bei so einem Spalt. Nein, kann man nicht. Okay. Wie stellst du dir das dann vor, alter Ehe? Ich weiß, du willst gerade nicht, aber wir müssen hier hoch. Es gibt keinen Weg außen rum. Ha. Hier ist so ein einzelner. Das könnte es sein. Kann ich dich? Okay, das ist nicht gut. Oh nein. Du. Warte. Und ich bin in den Pfeil reingelaufen. Ich bin ja auch so eine Legende. Okay, warte. Das kriegen wir hin. Lass ihn kurz schießen. Oh, schnell, schnell, schnell. Hier, Action. Oh, ein bisschen schneller, Alter, ihr. Ich muss jetzt hier nicht extra langsam machen. Oh, die schießen alle auf mich. Das muss aber echt nicht. Dann haben wir diese Flagge auch. Und ich springe hier gleich wieder zurück. 77 von 100. Schnell nebenbei heimlich die Flagge durchstreichen. Und jetzt kümmern wir uns um diese Leute. Ich glaube, es hackt, weißt du? Was mir da passieren könnte. Ich hätte mich schwer verletzen können. Hä? Alter, ihr? Bist du? Ach, hier geht's, wo es höher ist, oder was? Das ist aber auch einer. Ja, was willst du denn? Der Kollege da vorne will noch was. Vorsicht. Oh, ich laufe halt immer rein. Ich bin so ein Profi. Okay, der wäre erledigt. Wo ist der andere? Da hinten ist noch einer. Boah, hier ist ja wirklich alles voll mit Flaggen. Da haben sie am Schluss wahrscheinlich noch welche übrig gehabt und haben sich gedacht, am besten jetzt hier auf jeden Quadratmeter 5. Was, hier ist ein Tempel? Okay, von mir aus. Erledigen wir den mal. Habe ich jetzt nicht erwartet, dass er hier steht. Na komm schon. Ja. Und erledigt. 42 von 60 Templern und es gibt hier in dem Gebiet auch nur den einen. Habe ich gerade gesehen.
Okay. Machen wir jetzt mal schnell diese Flagge. Sehr gut. Das wäre dann die hier. Ich finde auch schön, wie einfach auf der Karte, die ich hier habe, die ist vom offiziellen Wiki, glaube ich, ist der Tempel außerhalb der Karte eingezeichnet. Das ist auch schön. Er ist einfach im Nichts, er existiert gar nicht. Müssen wir uns keine Gedanken machen, der ist gar nicht da. Okay, jetzt schaue ich mal, wenn ich hier... Nein, warte. Oh, wie schön ist er aufgestanden, das gefällt mir. Aber ich versuche mal hier ein bisschen... Ja, perfekt. Okay, dann haben wir die. Boah, das war jetzt gemein. Ich bin tot, ne? Einfach umgefallen. Nasser Sack. Wo stand denn der schon wieder? Ach, da, guck mal an. Was du glaubst. Okay, jetzt gibt's aber hier. Komm mal her. Bleib liegen. Was er glaubt. Ich erkunde hier eine schöne Tempelanlage und er greift mich an. Hier hinten haben wir auch wieder eine Flagge. Okay. Haben wir schon 80 von 100. Ist halt echt krass, wie schnell das geht. Oh nein, hier drüben. Aber wie komme ich denn da am besten hin? Hier hoch? Nee, das ist zu weit weg. Vielleicht von der da und dann rüberspringen. Das scheint mir realistisch. Zuerst mal hier hochklettern. Na, komm schon. Boah, ich bin echt traurig, wenn ich später die Aufnahme anschaue. Ich habe jetzt auch keine Vorschau oder so mit Nvidia Shadowplay, wie in OBS normalerweise. Wenn ich die dann anschaue und es hat irgendwie Standbildzeit anfangen, dann weine ich aber wirklich irgendwie. Aber solange ich es nicht an die Wand male, wird es nicht passieren. Also höre ich mal lieber auf, hier über sowas zu reden. Okay, ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, oder? Hier eine Flagge. Okay. Wie viele es hier aber auch gibt, ne? So eng im Raum. Und jetzt denke ich mir, wenn ich hier mit Anlauf rübergehe, sollte es funktionieren. Oh mein Gott, mit B festhalten war gerade so noch drin. Heilige. Das hätte echt kritisch knapp werden können. So, drei Flaggen noch. Es geht ja erstaunlich schnell. Und ich sehe sie auch schon alle in einem Blickwinkel. Boah, wie schön das hier mal gewesen sein muss, als es noch nicht alles kaputt war, ne? Ein richtig schöner kleiner Tempel. Ja, klein vor allem, ne? Klein. So. Das war die. Da hinten und da drüben. Ich hole mir jetzt erstmal den Kollegen. Ja, ausgewichen. Machst du nichts mehr. Ah. Schubsen ist gegen die Regeln. Okay. Oh nein, jetzt hat das sich sogar festgehalten. Egal, wir haben's. 84 von 100. Und eine einzige letzte Flagge noch. Hier vorne. Schau ich mal, den Kollegen müsste ich sogar so kriegen, ja. Und da ist sie direkt nebenan. Ich streich die schon mal durch. Bam. Das war's. Oder auch nicht. Nein. Was? Outplayed. Boah, da muss ich aber mal los. Okay. Mit B? Jo, mit B geht. Okay, das Festhalten ist essentiell, dass das funktioniert. Und wieder zurück. 85 von 100 Flaggen. König Richard Flaggen, dazu gesagt. So, die zwei Kollegen hier vorne, die holen wir uns jetzt auch. Nicht mehr mit Wurfmessern, habe ich gehört. Das ist er. Dort, fast ihn. Kannst du dich jetzt mal entscheiden, wo du hin willst? Ach, danke. So, ich würde dich gerne erledigen. Hier, greif mich mal an. Ja, nicht mit so einem schweren Schlag, mit einem leichten. Ja, das ist auch wieder ein Danke. Bist du netter? Bist du echt cool? Ich mag dich. Ich mag dich nicht. Es war gelogen. Es war ein Trick. Du Sau. Na komm schon. Oh, okay. Wir weichen jetzt zum Aus. Ich muss es mal wieder probieren. Okay. Und erledigt.
Krass. Und damit wäre diese Tempelanlage erledigt und abgearbeitet. Aber wie schön. Gefällt mir. Gut, ich markiere mal ganz kurz. Hier vorne gibt es nämlich noch zwei Flaggen. An dieser Stelle hier bei diesem Durchgang. Ungefähr hier. Da gehen wir jetzt auch mal hin. Und dann nähern wir uns ja langsam schon Jerusalem. Ist ja krass. Das macht doch Spaß. Boah, ich muss halt schon wieder sagen, es schaut aus wie neu. Also es ist jetzt die Textur natürlich nicht höher aufgelöst oder so dadurch, aber diese Details, dieser Detailfilter vor allem, den ich da mit drin habe, der macht da schon nochmal einiges her. Der holt diese Details, die halt in diesen Texturen drin sind, schon nochmal mit raus. Die haben nicht ich getötet. Das heißt, hier gab es eine Schlacht. Okay, krass. Das heißt, wir sind im Endeffekt hier im Kriegsgebiet wahrscheinlich mittendrin. Im Königreich. So, ist denn jetzt überhaupt mein Gaul hier, mein Pferdchen? Ich glaube, der hat keine Lust mehr. Gut, dann gehe ich halt zu Fuß. Wir finden schon neun. Das soll nicht das Problem sein. Hier ist so ein kleines Hüttchen wieder, so eine Scheune. Ich glaube eher, es ist ein Wohnhaus. Aber hier steht halt auch Heu daneben, ne? Neues Pferdchen, guck mal an. Perfekt. Eine Flagge. Königreich hat Flagge 86 von 100. Wir machen ja heute die 100 voll, ne? Dann haben wir das Königreich komplett abgeschlossen. Das schaffen wir. Bin mir ziemlich sicher. Gehen wir aufs Pferdchen aufsteigen. Und jetzt müssen wir einmal hier rumreiten und hier runter. Oh, da ist ein kleines... Guck mal an, da ist ein kleines Lager. Was ist das? Hast du mich gerade bewegt? Okay. Hier ist so ein kleines Militärlager aufgeschlagen worden. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Hier natürlich die Flagge, logischerweise. 87 von 100 König-Richards-Flaggen. Na komm schon her. Ich kümmere mich um meinen Kollegen, wenn du liegst. Oder auch nicht. Oh shit, ey. Am Anfang haben wir aber nicht so ausgeholt. Am Anfang vom Spiel. Da war das alles noch ein bisschen leichter, finde ich. Okay. Ja, die haben hier wirklich so ein kleines Lager. Das sind wahrscheinlich die Gegner, die da hinten angegriffen haben. Kommen die vielleicht sogar aus Jerusalem? Ist das möglich? Kommen die erledigen jetzt auch noch? Ah, wie schön. Zwei Tonspuren gleichzeitig. Nimm das. Combo Kill. Ich habe lange keinen solchen im Fight so einen Combo-Kill gekriegt. So einen. Okay, das war böse. Okay, wo geht's da hin? Wir können ja mal ganz kurz schauen. Es gilt wie immer, wir haben keinen Zeitdruck. Wo geht's hier hin? Ich denke fast, es geht in das große Gebiet vom Königreich, oder? Kann es sein? Ja, hier war mal der Templer und da hinten sehen wir schon die Häuser. Jojojo, genau. Okay, dann drehen wir wieder um. Ich schaue mal kurz auf meine Karte. Einmal durchstreichen und... Jetzt habe ich fast schon das nächste durchgestrichen. Hier im Gang befindet sich eine. Reiten wir direkt mal hin. Vorsicht. Ja! Okay. Ich finde halt auch, wenn man einmal mit diesen Filtern gespielt hat und die dann ausmacht, schaut das Spiel irgendwie so blass aus, so ausgelutscht, irgendwie so falsch. Okay, mit denen kämpfe ich jetzt nicht. Ich bin ein ganz normaler Mönch, der hier ein bisschen rumreitet, ein Gelehrter. Alles gut. Oh nein. Egal. Wir sind schon weg, wenn die kommen. Easy. Vor allem in anderen Spielen, in Cyberpunk zum Beispiel, Cyberpunk 2077 habe ich es mal ausprobiert. Was das nochmal aus dem Spiel rausholt, ist das absolut krank. Also, Hut ab von dem Feature. Es ist richtig krass. Okay, ich hole jetzt hier mal diese Flagge. Okay. Tut es das? Ich kletter jetzt nämlich hoch. Und schau mal, wen das den Kopf kostet. Ist er gerade echt runtergesprungen?
Nein, 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 nein! Oh, das hat wehgetan. Er ist gerade wirklich nur hinterhergesprungen, dachte er überlebt. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz. Sekunde. Okay. Kommt mal hinterher. Wir müssen hier mal ganz kurz was probieren. Die sind wir gleich los, keine Sorge. So, Nummer 1. Halt. Nummer 2. Nummer 3. Oh, was ist denn jetzt los? So. Oh ja, er läuft weg. Okay. Er hat keine Lust, er ist klug. Guck ihn an, das ist ein kluger Mann. Das ist ein guter. So, die kann ich mal durchstreichern, die Flagge nebenbei. Und jetzt geht es hier in dieses Gebiet und dann sind hier nochmal zwei Flaggen und dann haben wir es tatsächlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Templer warten in dem Bereich auf uns. Heilige. Und wie viele Flaggen? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 auch wieder. Okay. Ja, schauen wir mal hin. Was dort so auf uns wartet, was das ist. Ich glaube eher mal ein Dorf wieder. Die Leute laufen. Links nach Damaskus, rechts nach Jerusalem. Wir schauen erstmal nach Damaskus. Ist wieder eine Patrouille, was da los ist. So, normal deuten darf ich ja. Oh, das ist doch ein Witz. Ja, okay, die kennen mich mittlerweile. Ich habe schon viele Attentate gemacht. Kann ich irgendwo verstehen. Na gut, hier werden wir. Ja, es ist eine kleine Siedlung tatsächlich. Und wir haben den Aussichtspunkt schon geholt hier, oder was? Waren wir hier schon mal? Kann das sein? Krass. Naja, egal. Dann setze ich mal ab. Ich glaube, wir müssen einfach kämpfen, wir haben keine Wahl. Aber die Flagge hier, mit ihr haben wir eine Wahl. Ja, es hat halt noch mehr, ne? In der Patrouille waren aber nicht so viele. Ich glaube, die haben die anderen aufgegabelt. So. Dass sie die halt nicht gleich finished, sondern erstmal in den Bauch schlägt. Ist ja auch nicht ganz so perfekt. Okay. Komm schon. Der nächste. Und du jetzt, komm. Ach so. Und die anderen laufen. So gehört sich das. Ich streiche die Flagge schon mal durch. Sehr schön. Okay. So eine kleine Ebene hier. Jetzt haben wir nichts Besonderes gebaut. Gucken wir doch mal hier rein. Was haben wir denn hier in diesem Gebäudekomplex? Oh nein. Egal, wir verstecken uns ganz kurz, dann sind wir die gleich los. Jetzt warten. Jetzt warten. Okay, weg ist er. Was haben wir denn hier? Oh, die haben sich einmal eine schöne Mauer hier um ihr Gebäude gebaut. Ist doch ganz hübsch. Ja, das gefällt mir. Das ist doch nicht mal kacke. Okay, die Sache ist jetzt natürlich... Ja, ich sehe ja schon da oben. Oh nein. Ja, okay, wir gehen erstmal kurz hier nach oben. Auf diesen Punkt. Gibt's da eine Leiter? Ja. Oh nein, was tust du denn? Boah, ich werd sauer. Ich werd sauer, lass mich. Das ist doch ein Witz. Sonst schlagen die nie zu und jetzt auf einen Schlag 50 Hits nacheinander. Ja, jetzt habe ich ihn mal gekriegt. Du hast auch keine Gnade gehabt, hättest mich runtergeschmissen und getötet. Hier, hast du davon. So, erledigt. Die laufen einfach zu den nächsten Wachen und dann kommen sie wieder in Überzahl zurück. Da unten steht ein Templer. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, mache ich mal einen kleinen Cut. Wir haben es auch wieder geschafft für heute.
Und ich schaue einfach gleich mal schnell in die Aufnahme, ob das jetzt wirklich funktioniert hat so. Oder ob wir irgendwie 30 Minuten verloren haben, dann weine ich aber, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Schauen wir doch mal. Naja, das kriegen wir schon hin. Es wird schon alles geklappt dann. Ich bin jetzt mal optimistisch. Und an der Stelle dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gespannt. Wir schließen nächstes Mal das Königreich ab und begeben uns ein weiteres Mal nach Jerusalem. Ja, es bleibt spannend. Bis dahin, euer Monster. Ciao.